Handwerk heute wird Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk heute. Unser Thema heute sind die Handwerksjunioren. Sie verstehen sich als Nachwuchsorganisation aus jungen Unternehmern, Meistern und Führungskräften. Ihr Ziel ist die weitere berufliche Qualifizierung und der Aufbau eines Unternehmens- und gewerkeübergreifenden Netzwerkes. Ob bei geselligen Networking-After-Work-Partys oder gemeinsamen Betriebsbesichtigungen, Sie nehmen Ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand. Einmal selber im Radlader sitzen und mit 12 Tonnen übers Gelände fahren, da werden für manch einen Kindheitsträume wahr. Die Handwerksjunioren sind zusammengekommen, um den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Günther Meier kennenzulernen. Um dabei das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, hat Firmeninhaber Wulf Lohmeier seinen Fuhrpark zur Verfügung gestellt. Der Kennenlern- und Erfahrungsaustausch findet so in ganz entspannter Runde statt. Wenn man sich selbstständig macht, man muss einfach Erfahrung sammeln. Und der Austausch zwischen Handwerkern, zwischen selbstständigen Handwerkern bzw. eben Handwerkern in Führungspositionen, das ist einfach ganz wichtig. Networking aus dem einfachen Grunde, weil jeder irgendeine Fachkompetenz besitzt. Und wenn man alle Fachkompetenzen bündelt und immer wieder auf ein gewisses Know-how zurückgreifen kann, das kann ich halt nur in einem funktionierenden Netzwerk machen. Erfahrungen austauschen und natürlich Kontakte knüpfen ist ein wichtiger Part. Was ich allerdings persönlich für sehr toll halte, ist, dass man einfach auch andere Gewerke kennenlernt. Man lernt Dinge kennen, wovon man vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte. Als Garten- und Landschaftsbauer löst Wulf Lohmeier häufig technische und logistische Probleme. Der Bau von Skateparks, Parkanlagen, Brunnen und Wasserläufen erfordert viel Know-how und gebündelte Fachkompetenz. Deshalb ist der gewerkeübergreifende Informationsaustausch für alle so wichtig. Wir haben einmal die Kontakte untereinander, dass wir gewerkeübergreifend Dinge machen. Aber darüber hinaus ist das Interessante, dass unabhängig davon, welches Gewerk wir bedienen, wir gleiche Probleme haben. Das heißt, wir können uns austauschen über Probleme hinsichtlich im Verkehr mit Banken, juristische Probleme, Personalprobleme, Grundstückskauf in Hamburg. In gemütlicher Runde am Abend finden zudem regelmäßig Networking-After-Work-Partys statt. Die Treffen bieten die Gelegenheit, sich auch außerhalb des beruflichen Umfeldes kennenzulernen. Dabei werden auch immer wieder Ideen für soziales Engagement umgesetzt. So wird an diesem Abend mit einer Tombola Geld für ein Spielgerät gesammelt. Wir haben geplant, diesen After-Work-Club regelmäßig zu machen, damit sich das bei den Leuten einprägt, dass Synergien entstehen, dass mehr Leute kommen. Und wir gehen davon aus, dass wir im Herbst die nächste Veranstaltung machen. Als Zusammenschluss können die Handwerksjunioren das Handwerk nach außen repräsentieren und auch fördern. Die einzelnen Mitglieder profitieren vom Erfahrungsaustausch, darüber hinaus aber auch ganz direkt in Form von Aufträgen. Wenn wir die letzte After-Work-Party nehmen, danach bin ich gefragt worden für Tiefbauarbeiten bei einer Tischlerei. Ich wiederum habe einen jungen Schlosser, der bei uns mitmacht, gefragt zu einer Beschriftung von Sandsteinstielen in Edelstahl. Da hat er mir ein Angebot gemacht. Also das geht relativ schlank und schnell. Und da wir eine vertrauensvolle Ebene zueinander haben, ist das eben auch eine gute Schiene, dieses Networking. Kooperationen sind heute angesichts immer komplexerer Aufgabenstellungen wichtiger als das Konkurrenzdenken. Und gemeinsames Radladerfahren ist auf jeden Fall eine gute Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit. Und meine Gäste heute bei Handwerk heute sind zu meiner Linken Matthias Land. Hallo. Hallo. Sie sind der Sprecher der Handwerksjunioren und selbstständiger Glasermeister. Direkt daneben sitzt Thomas Kliewe. Sie sind relativ neues Mitglied bei den Handwerksjunioren, sind Anlagenbauer und haben den väterlichen Betrieb übernommen. Und den gibt es insgesamt schon in der 3. Generation. Und auf meiner rechten Seite sitzt Dieter Bremer. Sie sind seit 16 Jahren bereits der Geschäftsführer der Bürgschaftsgemeinschaft in Hamburg. Ja. Schön, dass Sie Hallo, heute bei uns sind. Herr Land, weshalb sind Sie eigentlich bei den Handwerksjunioren? Ich möchte gerne das Handwerk vertreten in Hamburg. Ich möchte das Handwerk nach außen hin heraustragen aus der Kammer. Und ich möchte das Networking nutzen. Das heißt, ich möchte mit anderen Mitgliedern zusammen Projekte machen
und neue Aufträge generieren und ich möchte den Erfahrungsaustausch haben. Und das bringt Ihnen das persönlich außer mehr Arbeit, denn das ist ja ein Ehrenamt? Mir bringt das persönlich Aufträge, mir bringt es eine gute Partnerschaft mit anderen Betrieben, Leute, auf die ich mich verlassen kann, die ich kenne. Und ich kann mir zum Teil noch Fachwissen holen und ich kann auf Erfahrungen von anderen Leuten zurückgreifen. Wie viele Mitglieder gibt es bei den Handwerksjunioren hier in Hamburg? Wir sind zurzeit 24 Mitglieder. Und das Handwerk insgesamt klagt über Nachwuchssorgen. Kennen Sie die auch? Also bei mir im Betrieb habe ich Nachwuchssorgen, das ist klar. Und auch bei den Handwerksjunioren würden wir uns wünschen, dass noch mehr junge Meister, Unternehmer aus dem Handwerk zu uns kommen. Herr Kliewe, Sie sind erst seit kurzem dabei bei den Handwerksjunioren. Wie sind Sie dazu gekommen? Wurden Sie angesprochen? Ich wurde direkt angesprochen und hatte mich dann informiert über die Internetseite der Handwerksjunioren. Und für mich gab es keine langen Entscheidungswege. Für mich war klar, da muss man mitmachen. Was heißt jetzt mitmachen konkret? Was tun Sie für die Handwerksjunioren? Also es ist ja ein Netzwerk, an dem, also ich bin ja, also so viel tun konnte ich noch nicht, weil ich ja so jung dabei bin. Aber das, was mir sozusagen vorgestellt wurde, was der aktive Themenbereich ist, den die Handwerksjunioren abdecken, war für mich klar, das ist eine Gruppe, ein Netzwerk von dem, wo man sich austauschen kann auf Erfahrungsberichte, nicht unbedingt auch im gleichen Handwerk austauschen kann, sondern auch weit über den Tellerrand hinaus. Das ist jetzt ja der Nutzen, den Sie eben angesprochen haben, den das möglicherweise für Sie persönlich bringt. Auf der anderen Seite lauert in Anführungsstrichen das Ehrenamt. Fürchten Sie sich davor? Vom Ehrenamt nicht. Ehrenamt, das verbindet man ja immer schnell damit, dass man viel geben muss. Ich verbinde mit dem Ehrenamt, ich bestreite auch schon ein, zwei Ehrenämter. Von der Seite kann ich also durchaus widerspiegeln, dass das Ehrenamt auch viel zurückgibt. Herr Bremer von der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg. Am Anfang wusste ich gar nicht genau, wie soll ich Sie einordnen? Wie sind die Verbindungen zu den Handwerksjunioren? Können Sie das noch mal ganz kurz erläutern? Ja, sehr gern, Frau Zöllner. Wir sind eine kleine Spezialbank hier in Hamburg. Wir sind zuständig für kleine und mittlere Unternehmen, denen banküblichen Sicherheiten fehlen. Denen helfen wir bei ihren Investitions- oder Betriebsmittelvorhaben, unterstützen die, indem wir eben mit unserer Bürgschaft für Kredite der Hausbanken eintreten können. Und wir sind dem Hamburger Handwerk sehr verbunden, weil die Handwerkskammer Hamburg neben der Handelskammer Hamburg eine unserer Gründungsmütter ist und das schon seit 1954. Und die Idee der Handwerksjunioren fanden wir sehr spannend und da sind wir mit aufgestiegen, weil wir einmal das Thema Networking einfach für sehr wichtig halten und denken, dass das im Handwerk etwas ist, was wir gerne mit unterstützen und das wir gerne mit begleiten. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Da ist also ein junger Existenzgründer, der kommt zu Ihnen, hätte gerne Bürgschaft und Sie rufen dann bei den Handwerksjunioren an und fragen, ist das okay oder wie läuft das? Also ganz so ist das nicht, aber es könnte zum Beispiel so laufen. Ein Existenzgründer oder ein bestehender Betrieb, es sind so rund 150 Handwerksunternehmen pro Jahr, die wir neu begleiten mit unseren Bürgschaften, geht zu seiner Hausbank, findet dort durchaus die Idee spannend und die Hausbank sagt, ja, aber es fehlen uns die Sicherheiten, wie könnten wir das ersetzen? Und da können wir ins Boot kommen, indem uns entweder der Gründer oder der Unternehmer selbst anspricht oder die Hausbank. Und wir wiederum können natürlich jetzt unser Wissen und unsere Ideen und Gedanken rückkoppeln, gerade mit den Handwerksjunioren, indem ich zum Beispiel, wenn ich einen Glasermeister betreuen möchte, den Herrn Land anrufe und sage, gibt es da irgendwie Informationen aus der Branche, die für mich spannend sein können. Ist der Anteil der Bürgschaften, die sozusagen ausfallen, hoch oder haben Sie einen sehr guten Riecher dafür, was funktioniert langfristig? Natürlich gibt es Ausfälle. Klar, jede Seite hat zwei Medaillen und wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist einfach so. Der Ausfall ist erträglich. Wir haben im vergangenen Jahr 2,4% unserer Bürgschaften verloren. Das ist nicht besonders viel und das können wir sehr gut, gerade in Zeiten, und Sie wissen, 2010 war sicherlich noch ein schwieriges Jahr in der Wirtschaft, das können wir gut verkraften. Und mit Sicherheit hat es damit zu tun, dass wir einfach gut vernetzt sind und dass wir uns Informationen zu jeder Branche einfach sehr gut auch über die Handwerkskammer Hamburg holen können. Herr Land, Sie wollen als Sprecher der Handwerksjunioren das Handwerk natürlich stärken, aber auch was für den Nachwuchs tun. Gibt es da Kooperationen mit Schulen zum Beispiel? Also wir haben Bewerbertrainings gemacht in den Schulen. Wir haben eine Gruppe, das ist in Zusammenarbeit mit der Handelskammer. Es werden Unterrichtsstoffe ermittelt. Was kann man den Kindern jetzt schon beibringen, was nachher, ich sag mal, auch im Berufsalltag vorkommt? Wie kann man den Beruf näher bringen? Wir haben in den Betrieben Klassen, die Besichtigungen machen. Wir gehen jetzt sogar schon in einen Kindergarten rein, wollen dort ein soziales Projekt machen. Also wir versuchen, möglichst viel an jungen Leuten für das Handwerk zu motivieren.
Im Beitrag eben konnte man auch eine Charity-Aktion sehen mit einer großen Tombola. Können Sie das noch mal ein bisschen näher erklären? Ja, wir haben also mit Hilfe der Bürgergemeinschaft und Herrn Bremer haben wir Networking im After Work Club gemacht. Wir haben eine Tombola aufgestellt. Wir haben viele Sponsoren gefunden für diese Tombola. Der Hauptpreis war ein Handwerksfahrrad mit der Imagekampagne auf diesem Fahrrad als ersten Preis. Und wir haben dort viele Leute eingeladen, haben versucht, junge Leute auch ranzubekommen. Networking, dass sie merken, was bringt mir das für Vorteile, was treffe ich dort für Leute. Und wir haben da angeschoben die Charity-Aktion in den Kindergarten. Wir wollen eine Ausschreibung machen für Kindergärten, die sich bewerben können über die Medien und können sagen, wir brauchen den neuen Kletterturm, Klettergerüst, weil unser Kindergarten, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, nur noch einen Alten hat, der zusammenfällt und kein Kind mehr rauf darf. Und das soll im September stattfinden und wir hoffen, dass wir bis dahin noch viele Sponsoren finden, damit wir auch wirklich ein ganz tolles, großes Klettergerüst aufstellen können. Großes Thema, Herr Kiewe, ist natürlich das Networking, das haben wir eben auch schon gehört. Herr Land, nicht nur beim Handwerk haben die Hamburger Junioren davon einen Nutzen nur, die Handwerksjunioren oder alle Hamburger Handwerker? Ich glaube, alle Hamburger Handwerke, natürlich rein speziell, ist natürlich dann der Austausch oder die Erfahrungsberichte selber, wenn man sich im Networking austauscht, ist es natürlich schön, sich mit Gleichgesinnten, die eventuell einen Erfahrungsaustausch nicht auf eine lange Sicht zurückblicken können und Erfahrungen preisgeben können, sondern eventuell auch in einem Gleichalter sich befinden und auf Erfahrungsberichte, die gerade stattgefunden haben, die auch im Endeffekt in dem Tagesgeschehen so realisiert wurden und nicht nach dem Motto, wie es damals einmal war, sondern auch tatsächlich jetzt und das im Tagesgeschäft und das zeitnah. Es gibt ja auch viele, die sagen, Networking ist eine nette Sache, aber eigentlich hat man nur noch mehr E-Mails in seinem Postfach, lenkt einen von der Arbeit ab. Sind Sie da eine Gefahr? Sehe ich keine Gefahr. Also das, was an Arbeit oder an Zeitaufwand auf einen zukommt, kriegt man in jedem Fall in irgendeiner Art und Weise auch wieder zurück. Und also da stellt keine Gefahr da, den Tagesablauf komplett auf den Kopf zu stellen. Überhaupt gar nicht. Herr Land, haben die Handwerksjunioren eigentlich sowas wie ein Intranet oder ein Blog? Nein, haben wir zurzeit noch nicht. Aber ich nehme an, mit steigenden Mitgliedszahlen wird auch sowas kommen. Wir haben einen Link auf der Homepage der Handwerkskammer. Dort kann man auf die Homepage der Handwerksunion gehen. Es gibt Terminfenster auf der Seite der Handwerkskammer und es gibt auch Berichte auf der Seite, was haben wir gerade gemacht, was gab es gerade für Veranstaltungen. Ohne Networking läuft heute, so scheint es, fast nichts mehr. Auch die Zusammenarbeit von Tischler Andreas Uhlisch und Etui-Macher Andreas Ludwig hätte ohne Networking so wohl nicht stattgefunden. Die beiden haben sich vor 2 Jahren über die Handwerksjunioren kennengelernt. Seitdem tauschen sie sich regelmäßig aus und entwickeln gemeinsame Ideen. Für einen Kunden fertigen die beiden Handwerker nun sogar ein Produkt zusammen an, jeder in seinem Spezialgebiet. Moin. Moin. Arbeitsbeginn für Tischler Andreas Uhlisch. Heute ist er nicht etwa direkt für einen Kunden tätig, sondern für Etui-Macher Andreas Ludwig. Die beiden Handwerkerkollegen haben ein gemeinsames Projekt, die Herstellung eines edlen Etuis für ein Schreibgerät. Uhlisch ist für die Fertigung einer Holzplatte der späteren Einlage des Behältnisses zuständig. Und da das heutzutage nicht mehr von Hand geschnitzt wird, programmiert er seine Fräsmaschine vorerst am PC. So, da kommt der erste Fräser. Und da fängt er jetzt die Außentaschen an zu fräsen. So sollte die Platte dann eigentlich aussehen. Nun geht es in die Werkstatt und zur Endverarbeitung der sogenannten MDF-Platte. Seit 22 Jahren ist Andreas Uhlisch Tischler. Vor 11 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Zusammen mit einem Kollegen führt er die Edgar Ritter Holzdesign GmbH in Finkenwerder. Das kleine Unternehmen läuft zwar sehr gut, trotzdem ist es für Uhlisch wichtig, auch andere Betriebe kennenzulernen. Mit den Handwerksjunioren hat er dafür genau die richtige Plattform gefunden. Dadurch, dass in der Kooperation halt ganz viele verschiedene Gewerke ansässig sind, bekommt man so von anderen Gewerken auch mit,
mit was für Problemen haben die zu tun, was für Lösungen haben die, wie organisieren die ihre Arbeit. Und dadurch können sowohl große als auch kleine Unternehmen voneinander sehr viel lernen. 15 Minuten braucht die Fräsmaschine, bis sie fertig ist. Nach dem letzten Schliff kann es weitergehen nach Hamm zu Partner Andreas Ludwig. Moin. Hallo Andreas. Ich bringe dir deine 5 Platten, die du bestellt hast. Danke dir. Hi. Moin. Na. So, schauen wir mal. Ja, schön geworden. Auch die Ausfräsung hier. Sehr schön, klasse. Beide Handwerker sind seit etwa 5 Jahren Mitglied der Handwerksjunioren. Schon oft haben sie Projekte zusammen geplant. Die Herstellung des Etuis ist jedoch das erste, welches sie umsetzen. Im so einen Teil handwerklich herzustellen, ist eigentlich kaum möglich oder ist ein riesen Arbeitsaufwand. Und das also ist halt ein einzelnes würde man sicherlich auch noch mal herstellen können, aber eben nicht, wenn da 150 von verlangt werden. Andreas Ludwig übernahm vor 11 Jahren den elterlichen Betrieb. Seit 16 Jahren ist er ausgebildeter Etui-Macher. Die 6 Mitarbeiter seines Betriebes sind unter anderem auch mit der Herstellung von Schmuckschatullen und Besteckkästen beschäftigt. Die Herstellung des Kugelschreiber-Etuis zusammen mit Tischler Ulisch ist dem 44-Jährigen wichtig. Es ist sehr wichtig, dass man zusammenarbeitet, damit man vor allem auch die Region stärkt. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil sonst eben viele Auftraggeber irgendwohin abwandern. Wenn eine Auftragsabwicklung schwierig sich gestalten würde, wandern die Firmen oder die Auftraggeber ab. Und genau das wissen die beiden Handwerker mit ihrer Kooperation zu verhindern. Und das Endprodukt kann sich sehen lassen. Herr Land, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Der Etuimacher im Beitrag war 44 Jahre alt. Ab wann hört man denn auf, ein Handwerksjunior zu sein? Also wir haben gesagt, jeder, der sich jung fühlt, der zur Gruppe passt und sich engagiert, werden wir vom Grund her nicht ablehnen. Trotzdem sagen wir natürlich, ist man mit 50 Jahren nachher noch ein Junior, kann man das dann noch vertreten, dass auch andere, die dann, ich sag mal, Mitte 20 sind, sagen, toll, das sieht nach Juniorenkreis aus, da möchte ich mitmachen. Daher bin ich der Meinung und auch die Gruppe ist der Meinung, dass man bei 45 dann irgendwann sagen sollte, gut, okay, passt das jetzt noch wirklich vom Alter her zur Gruppe? Und wir wollen natürlich junge Leute motivieren und wir, die jetzt auch schon lange dabei sind, wollen diese unterstützen und werden dann irgendwann sagen, wir haben das Alter erreicht und wir gründen die ehemaligen und unterstützen euch gerne noch. Sie und auch Herr Kliewe befinden sich da eher so in so einem Grenzbereich. Herr Kliewe sind jetzt gerade erst eingestiegen bei den Junioren. Könnten Sie sich auch in Nachfolgeorganisationen der Junioren was vorstellen? Unbedingt. Also das Handwerk bedeutet für mich nicht nur den eigenen Beruf, sondern das Handwerk allgemein. Und gerade in den Organisationen, Handwerkskammer, Innung, Ähnliches, gibt es sicherlich Aufgaben, die noch wahrzunehmen sind. Und auch solche Projekte wie natürlich auch die ins Leben rufen der Handwerksjunioren selber. Sowas eventuell in der Zukunft auch mal mit anzuschieben oder zu unterstützen, würde ich großartig finden. Ja. Im Beitrag wurde eben auch noch angesprochen, dass solche Synergieeffekte die Region stärken. Wie kann man das verstehen? Also wir sind hier alles Hamburger Betriebe oder wir sind im Grenzgebiet von Hamburg. Und es ist natürlich schön, wenn die Aufträge, die einer bekommt, wo eventuell Arbeiten mit drin sind, die er selber nicht ausführen kann, wenn die dann trotzdem innerhalb Hamburgs vergeben werden. Und wir freuen uns immer, wenn wir einen Mitgliedsbetrieb mit reinholen können und sagen können, hier, mach mal bitte die und die Sachen für mich. Und der Auftrag geht nicht ins, ich sag mal, nicht Ausland, sondern ins Umland rein. Und dadurch stärken wir natürlich die Region. Herr Bremer, gibt es eigentlich immer so Zeiträume, in denen bestimmte Themen hochpoppen? Jetzt zum Beispiel die Umweltkatastrophen in Japan. Kommen jetzt ganz viele Leute mit irgendwelchen Energieideen, die von der Bürgschaftsgemeinschaft unterstützt werden wollen. Kann man das so sagen? Gibt es immer so Schwerpunkte oder ganz viel mal zu tun und dann wieder ganz wenig? Es gibt mit Sicherheit solche Wellen, die Sie jetzt beschreiben. Im Moment spüren wir die noch nicht so. Ich glaube, Hamburg ist generell sehr affin, was das Thema erneuerbare Energien angeht. Insofern würde ich im Moment nicht sagen, dass Japan eine Welle ausgelöst hat bei uns, sondern das Thema einfach nur weiterhin sensibel behandelt wird. Wichtig ist ja auch eines der Clusterthemen hier der Hamburger Wirtschaft ist und insofern mit Sicherheit weiterhin eine Bedeutung haben wird. Eine echte Welle, eine neue Welle oder eine Erhöhung der schon bestehenden Welle kann ich da aktuell nicht erkennen. Merken Sie etwas von Hamburgs aktuellem Status als European Green Capital?
Also wir merken das mit Sicherheit, weil Betriebe auch gerade im Handwerksbereich sich darauf einstellen, schauen, Energie einzusparen, dort entsprechende Techniken anwenden, die eben energiesparend sind, die den Betrieb selbst ja auch weiterbringen, weil er eben über neue Technologien auch andere Möglichkeiten hat zu produzieren. Und das spüren wir schon. Und dafür sind natürlich dann wiederum Finanzierungen erforderlich, in die wir mit eingebunden werden können. Wie schätzen Sie selbst die Wichtigkeit der Vernetzung der Handwerksbetriebe untereinander ein? Also ich fand, was eben hier im Beitrag auch gesagt wurde, sehr wichtig, wenn man sich auf Basis der Innungen oder in den Innungen organisiert, dann schwimmt man so im eigenen Saft. Also dann hat man immer nur Kollegen aus der gleichen Branche und man kann sich sicherlich innerhalb der Betriebe auch gut austauschen. Hier finde ich es einfach toll, dass unterschiedliche Branchen zusammenkommen, die Chance haben, mal etwas gemeinsam zu machen, so wie Herr Land eben auch so schön sagte, mal zu schauen, dass man dann eben, wenn man alleine nicht weiterkommt, einen Kollegen mit einbinden kann, den man gut kennt und eben die Arbeit hier auch in der Region in Hamburg bleibt. Das finde ich ist ganz prima und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der dafür spricht, dass die Junioren einfach ihre Bedeutung haben und hoffentlich noch stärker werden. Die Junioren haben ja bestimmt auch konkrete Forderungen an die Politik oder es gibt Gespräche mit der Politik möglicherweise. Wie laufen die so ab und was bringen die? Also wir haben ein Gespräch mit dem Bürgermeister außer Dienst, muss ich ja sagen, Ole von Beust, mit einer kleinen Gruppe. Wir durften Fragen stellen. Der Vorteil ist natürlich, dass man wirklich direkt an der Quelle sitzt und man hat Informationen, wie geht es weiter und man kann wirklich auch mal sein persönliches Problem anbringen und bekommt aus erster Quelle eine Antwort, was uns sehr, sehr viel gebracht hat. Und wir werden jetzt auch mit dem Bürgermeister jetzt wieder Kontakt aufnehmen und werden um ein Gespräch bitten im kleinen Kreise, dass wir wieder unsere Anliegen, unsere Fragen dann stellen können und hoffentlich auch wieder gute Antworten bekommen, dass es weitergeht im Handwerk. Wünschen Sie sich denn ganz konkret mehr Unterstützung von Seiten der Politik für Ihre Arbeit? Das wünschen wir uns auf jeden Fall. Also Hamburg ist eine Metropole und es gibt so viele Möglichkeiten hier zu machen. Aber wir haben also auch durch Verwaltung haben wir so viel Arbeit, die nicht unbedingt gleich was mit dem Handwerk zu tun hat und uns in vielen Sachen einbremst. Wir haben zum Teil Standortprobleme, dass wir in den Regionen, in denen wir schon lange sind, Probleme bekommen, logistische Probleme bekommen. Und wir wünschen uns auf jeden Fall, dass das Handwerk weiterhin unterstützt wird. Und wir haben zum Glück auch die Bürgergemeinschaft, die es dann also jungen Handwerkern ermöglicht, in die Selbstständigkeit reinzugehen, weil wir brauchen auch neue Betriebe, damit es im Handwerk weitergeht. Wie arbeiten Sie mit dem Elbcampus zusammen? Im Elbcampus haben wir Möglichkeiten, Schulungen für Mitarbeiter zu machen, für uns selber Schulungen zu machen. Und also ich nutze es für mich auch, dass ich dort Seminare, Schulungen besuche, aber auch Mitarbeiter motiviere, dort Schulungen zu besuchen. Die Idee, Herr Kliewe, die hinter den Handwerksjunioren steht, ist ja eigentlich junge Menschen, unterstützen junge Menschen. Was wird von den Handwerksjunioren ganz konkret für junge Nachwuchshandwerker angeboten? Also die Fortbildung oder Weiterbildungspalette ist sehr groß. Gerade im Kreis der Handwerksjunioren werden, ich sage es einfach mal zu vielleicht auch Sonderkonditionen, Fortbildungen mit angeboten, sei es aus der EDV-Branche, sei es Themenbereiche, die man als Unternehmer eventuell auf jeden Fall immer mit anwenden kann. Gerade als Handwerksunternehmer, wenn es um rhetorische Bereiche geht oder Ähnliches, dass in diesen Bereichen fortgebildet werden kann oder auch auf kurzen Wegen an Schulungen teilgenommen werden kann. Sind alle Handwerksbereiche ungefähr gleichwertig vertreten? Zurzeit nicht. Also es gibt schon Handwerke oder Zweige, die ein bisschen dominieren bei uns. Aber wir sind immer dabei, gerade dann Gewerke, die nicht dabei sind, explizit auf die Leute zuzugehen und sagen, Mensch, du bist zwar der Einzige dort, aber es ist ja auch positiv und komm zu uns, guck dir das mit an. Und wir haben jetzt wieder ein Gewerk dazu gewonnen. Wenn man jetzt 4 Tischler beispielsweise mit bei den Handwerksjunioren hätte, machen die sich dann gegenseitig Konkurrenz? Ist das vielleicht teilweise sogar kontraproduktiv, wenn zu viele von einer Sorte zusammen da sind? Im Gegenteil. Also wir haben zum Beispiel 2 Tischler, den einen hat man ja gesehen, der arbeitet wiederum mit einem anderen Betrieb zusammen. Die tauschen also Maschinen aus, mir gesagt, die Leistung an der Maschine tauschen die aus. Der eine hat die CNC-Maschine, der andere hat eine Anleimermaschine und dann hat man einen großen Auftrag und sagt, Mensch, kannst du das nicht an deiner Maschine machen? Das vereinfacht die Sache, der hat seine Maschine ausgelastet und der andere kann die Leistung bieten. Und also eigentlich sind es Vorteile. Man muss natürlich ein bisschen über den Tellerrand drüber hinaus gucken, muss sagen, der ist nicht mein Konkurrenzbetrieb, sondern
er kann auch mein Partner sein, er kann mein Mitbewerber sein und er kann mir helfen, dass ich auch meine Aufträge machen kann. Und er hat den Vorteil, er kann seine Maschine auslasten, beide haben gewonnen. Und man muss natürlich sich da ein bisschen frei machen und nicht sagen, der nimmt mir Arbeit weg. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Welche Voraussetzungen muss man dann ganz konkret mitbringen, um bei den Handwerksjunioren aufgenommen zu werden? Also man muss Mitglied der Handwerkskammer sein. Man muss Unternehmer sein, Meister oder eine Führungskraft im Handwerk sein. Und dann nicht gerade unbedingt über 45. Wobei, ich betone es nochmal, wir immer sagen, wer dort motiviert ist, mitzumachen, der in die Gruppe passt und der sich auch jung fühlt, kann jederzeit mitmachen bei uns. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, die sind aktuell 28 Mitglieder, sagen Sie, den würden Sie mit offenen Armen empfangen wahrscheinlich? Es kann jeder bei uns vorbeikommen. Gäste sind herzlich eingeladen. Wir haben viele Veranstaltungen, das wollte ich auch noch mal sagen, zu Schulungen. Wir haben in unserer Gruppe eine Outlook-Schulung gemacht und die meisten haben gesagt, toll, ich habe so viel mitgenommen. Und das ist im Grunde genommen als Mitglied möglich. Man kann an diesen Schulungen teilnehmen. Ja, vielen lieben Dank, Herr Land, Herr Kliewe und Herr Bremer, dass Sie heute bei uns waren. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von Handwerk heute. Wir hoffen natürlich, dass wieder viel Interessantes für Sie dabei war. Das war es von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Handwerk heute wird Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Hamburg.